sind auf den Weg, Rocco fertig zu machen. Fleckmon! Fleckmon. Ich liebe Fleckmon. Diese Pokémon sind so toll. Also wirklich, Fleckmon, wieso musst du denn immer so störrisch sein? Oh, hallo, entschuldige, aber könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Ja. Es ist so eigentlich, hat ja ein Besuch im Memoria Museum geplant, aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Fleckmon. Sind halt phlegmatisch, ne? Könntest du vielleicht hierbleiben und auf mein Pokémon aufpassen, bis ich wiederkomme? Es dauert bestimmt nicht lange. Okay. Danke, das ist ja freundlich von dir. Dann lasse ich euch beide mal ein Weilchen alleine, ja? Cool, Fleckmon sitten. Na du? Oh, ist das schön. Oh, wie süß, guck mal. Fleckmon starrt ausdruckslos vor sich hin. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenzt. Ich liebe Fleckmon einfach. Danke, dass du gut auf mein liebes Fleckmon aufgepasst hast. Hier, das ist für dich. Eine Riesenperle. Krass, Mann. Dankeschön. Komm doch mal wieder vorbei, wenn du Zeit hast. Muss Pokebälle kaufen. Moment. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Nee, jetzt, wir gehen erstmal in die Arena und machen Rocco platt. Oh, hi. Wusstest du, dass Pipi angeblich vom Mond stammen soll? Ich dachte, es kommt aus der Blase. Die ersten Pipi wurden wohl gesichtet nach dem Mond. Warum guckst du so komisch? Nee, du redest von deinem Pipi, das ist schon ein bisschen eklig. Pipi mit IE, du Idiot. Nachdem Mondsteine auf dem Mondberg gefallen sind. Ah, ich will ein Pipi. Ich mag Pipi und Pixie ist ganz toll. Pi ist sowieso noch süßer. So, ja, dann gehen wir doch mal da rein, ne? Plötzlich Licht. Richtig schick hier. Oh, da ist ja auch Günther. Wo ist ich? Nein. Achso, halt, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich um. Ich bin zwar selber kein Pokémon-Trainer, aber ich kann gut beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Leiter zu besiegen, so wie jeder Nachrichtensprecher, Moderator, die Schiedsrichter. Eigentlich habe ich keinen Plan, aber egal. Also pass mal auf hier. In der Arena von Memoria City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wie dich nicht zu überfordern, setzen wir zwei davon voraus, und zwar Pflanzen-Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, müsst du dir entweder ein Pokémon vom Typ Pflanze oder Typ Wasser zeigen. Oh nein, wie schwierig. Wenn du prächtig mit diesem Pokémon darfst du dich in der Arena von Memoria City versuchen. Immer hereinspaziert und lass dich nicht unterkriegen, zukünftiger Champ, aber ich würde nur sagen, dass du deinen Kollegen der Master nennst, ist der der Master. Du bist zwar der Doktor, aber das ist jetzt eigentlich nicht so krass. Was laberst du? Ja, egal, los jetzt, tschüss. Ja, alles klar. Los geht's, wir prügeln uns jetzt mit unserem Pikachu hier durch. Glecki oder GLK oder GLK? Vielen herzlichen Dank für die Subscription. Willkommen im Katzenkörbchen. Willkommen vielmehr in der Arena von Memoria City. Du wirst hier Trainern begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Na, ich hoffe doch. Dankeschön. Picknickerin Jeanette. Picknickt die in der Arena? Das ist ein bisschen seltsam. Ein Kleinstein. Steinstein. Kleinstein. Kampf. Doppelkick. Es ist Stufe 7. Das ist ja richtig niedlich. Schuss. GK steht für Glückskeks. Glückskeks klingt lecker. Nee, die Trainer hier in der Arena werden ein bisschen härter sein, als das, was du bisher gesehen hast. Sei deutlich zäher als meine bisherigen Gegner. Gib mir mehr Geld. Gib mir Pokebälle. Was soll das? Nächster Kampf. Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind wie du gegen Rocco antreten kann. Was ist das hier? Die sächsische Arena? Na, warte. Camper Georg. Alles klar. Alles klar, George. Auch du setzt deinen Kleinstein ein. Los, Pikachu! Got you. Das klingt ein bisschen komisch. Doppelkick. Los, Pikachu. Papam. Papam. Tschüss, Kleinstein.
Am I awesome or am I awesome? I am awesome. Oh, fast, Level Up, fast. Ah, verflixt. Sehr schön. Können wir hier irgendwie die Sprinkler anschalten, damit wir Rocco schneller platt machen können? Hi, Rocco. Ah, eine Herausforderin. Ich bin Rocco, der geile Arenaleiter von Marmoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder, denn ich bin immer knallhart, besonders für Officer Rocky. Was? Achso, ja, dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Da weißt du nicht, was dich erwartet, Mädchen. Oh, du bist ja noch ein Kind, egal. Wie du dir jetzt sicher schon denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gesteins-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team auf Granit beißen. Haha. Pun intended. Aber ich sehe schon, dass du dich davon nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer steckt eben vor keiner Herausforderung zurück, selbst wenn deine Chancen auf einen Sieg schlecht stehen. Na schön, dann zeig mir, was du kannst. Ich werde Pokémon-Meister, ich bin bereit. Okay, alles klar. Ja, voll die Siegerpose. Ich brauche auch eine coole Pose. Ich brauche eine coole Pose. Ja. Los, Pikachu. Typenschwäche? Ja. Oh mein Gott, es ist Level 11. Das könnte unangenehm werden. Ich glaube, danach möchte ich gar nicht Pikachu einsetzen gegen sein Onix. Das wird jetzt nur... Da braucht... ja, jetzt kriegen wir einen auf die Fresse. Das wird richtig wehtun. Oh mein Gott, er setzt Tackle ein. Du hast ein Elektro-Pokémon vor dir und du hast einen Kleinstein und er setzt Tackle ein. Das ist traurig. Doppelkick-Attacke! Ordentlich weg da. Schüssen. Und jetzt gehen wir Level up, jetzt gehen wir richtig steil, ey. Schau das an. Stufe 14, Leute. Stufe 14. Meine Spezialverteidigung steigt. Extra. Super. Der Rest meines Teams kriegt, es passiert nichts. Ich vertraue auf das Herz der Karten. Oh mein Gott, das ist aber schon ganz schön groß. Los, Pikachu, Doppelkick-Attacke, pam, pam. Wow, okay. Okay, komm, du musst nur einmal durchhalten. Du musst nur einmal durchhalten. Halte den Steinwurf durch, au. Oh, alles klar, das ist richtig lame. Das ist richtig lame. Lame. Finish him. Fatality. Ja, das war eben sehr effektiv. Wasser-Pokémon. Pflanzen-Pokémon. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Mhm, gib mir jetzt deine Pokébälle. Alter, der gibt mir nicht mal Pokébälle. Das ist voll sad. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir den Felsorden. Geil, Mann. Oh, das ist cute. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tauscherhalt im Pokémon bis Level 20. Und das hier ist auch noch für dich. Oh, cool, Kopfnuss. In deiner Team kannst du ein Pokémon auf der Stelle die darin erhaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. Das ist noch nicht unbedingt so gängig, aber seit vielen Generationen so. Dabei fügt der Anwender dem Gegner mit einem steinharten Kopf Schaden zu. Warum hast du das denn nicht eingesetzt? Pikachu kann dein freudiges Lachen über den Sieg nicht unterdrücken. Spielen. Oh mein Gott, ich liebe dich. Oh mein Gott, bist du cute. Pika, Pika. Ich will die Füße rubbeln. Die Schweif. Köpfchen. Das ist niedlich. Das ist so niedlich. Entschuldigung, okay, da ist alles in Ordnung. Ist gut, ich bin nicht ausgerichtet. Alles voll cute. Hier oben sind so Zuschauer. Okay, die wollen dann wohl nicht. Tja, Günther, kannst mal sehen. Scheiß auf Wasser-Pokémon. Ganz wie ich es mir gedacht hatte, du hast definitiv das Zeug dafür, Champion zu werden. Aber nicht Master. Oh, die Klappe. Ja, wenn der Doppelkick nicht wäre, ne? Hey, hey, du da. Oh no, it's scary! Du bist doch dieser Doktor, oder? Ja, woher weißt du das? Opa hat mir eben eine ziemlich gute Beschreibung von dir gegeben.
Mein Name ist Blau. Nein, du heißt Gary. Nein, ich bin Blau. Ich meinte, ich heiße Blau. Ich meine... Gott, ist mir doch auch egal. Professor Eich ist mein Opa. Das heißt Großvater. Oh mein Gott. Dann ist er eben mein Großvater. Und er hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatdorf Alabastia zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Ich habe falsch gedacht. Wie es so aussieht, hast du den Arena-Leiter ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Hier, nimm das als Belohnung. Cool, super Beller, geil. Die Dinger sind super, die haben eine höhere Fangquote als normale Pokebälle und sie sind blau, so wie ich. Ich meine, so wie ich heiße. Aber mal was ganz anderes, das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft, er hat seine Idee verwirklicht. Also damals, als ich das Spiel gespielt habe, ist er auch mit dem Pokédex losgezogen. What happened? Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf Karten rumkritzeln müssen. Das stimmt nicht! Um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Großvater bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich, ciao. Ich bin so cool. Und dann läuft er davon wie ein Stock. Lala schreibt gerade, nein, jetzt habe ich Rocco verpasst. Das war's, nichts verpasst. Believe me, it was just like Doppelkick, Doppelkick, Doppelkick. Und Rocco so, oh nein, dann war er tot. Ich weiß auch nicht, warum er gesagt hat, man riecht sich. Ich finde es auch ein bisschen ekelhaft, aber wenn er meint, ich will was kaufen. Gib mir Pokebälle. Tschüss, Geld. Ja, danke. Tschüss. Cool. Danke. Nein. Nein, danke. Hau ab, Mann. Lass mich in Ruhe, Mann. Das ist ja furchtbar anstrengend. Nachher will er noch eine PayPal-Karte oder Payback oder wie das heißt. Ich will keine Payback-Karten ausgeben, Dings. So, dann gehen wir nochmal ins Pokémon-Center. Ich kann die Perle verkaufen. Ja, bei solchen Sachen warte ich immer auf den Moment, an dem ich das wirklich brauche. Gerade im Moment brauche ich es nicht wirklich, hoffe ich, denke ich. Hi, gib mir deine Tüte. Gib mir eine Tüte, gib mir eine Tüte. Her damit. Geil. Die Firma dankt. Die Dinger sind steinhart. Marmoria-Cracker. Na, das hätte ich mir denken können, dass die steinhart sind. Ich weiß nicht, was man damit machen kann, aber ja. Na, das war nicht, ich weiß es nicht. Hallo, Trevion. Kaufst keine Superbälle, die sind zu teuer. Ich will jetzt einen Lisa-Samen. Vorsicht! Ah, nein, ein wildes Taubs, ich bin früh reingelaufen. Beep, 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 beep. Nein, ich will flüchten. Ich will nicht meine Pokebälle verschwenden. Also ihr habt gesagt, man kann Bisasamen im Bertania-Wald fangen. Seid ihr euch sicher, dass man da Bisasamen... Ihr habt gesagt, man kann Bisasamen da fangen, wenn er Bisasamen fangen kann. Aber ich jetzt einen Bisasamen haben. Ihr habt gesagt, da gibt es einen Bisasamen, also kaufe ich mir jetzt. Also ich habe einen Bisasamen. Gibt's das denn wirklich? Gibt's da? Kann man? So, also okay, alles gut. Ach, scheiße, Pikachus. Und ach, for fuck's sake, wie viele Pikachus. Oh mein Gott! Stop it! Ah! Oh mein Gott! Bleib halt stehen! Bra! 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 Bra, 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 bra. Oh nein, ich glaube, ich bin das Taubsi gelaufen. Oh Gott sei Dank. Geil. Das soll ich treffen? Witzig. Ich hab das doch nicht. Ich muss jedes Mal zielen drücken. Oh, komm an, ey. Arschloch. Schmettbro. Bleib stehen. Hör auf, so eine Scheiße zu machen! Ich bin einfach inkompetent. Ich hab keine Ahnung, was... Ich hab keine Ahnung, was passiert. Das hätte er einfach in die Mitte treffen können, ne? Yo, Smetbo wurde gefangen. Schön. Neues Pokémon, Gripsbonbon. Da fühle ich mich ja richtig toll. Man kann theoretisch zielen, vergesst es. Vergesst das mit dem Zielen. Das klappt absolut nicht. Da die hochgiftige Staubschicht auf seinem Flügel wasserabweisend ist, kann es auch bei Regen herumfliegen. Yay, ganz schön groß das Viech.
Also, es hat immerhin funktioniert. So. Ich muss also eine. Im Ernst nehmen, wenn ich mich so sehe. Oh Mann! Ein Smetbo! Oh nein, so ein seltenes Pokémon! Tschüss! Wisst ihr was? Nee, jetzt reicht's erst gerade erstmal. Nee, ich will meine Pokebälle, wir verkaufen jetzt die Perle und ich will meine Pokebälle für den Mondberg aufheben. Nachher finden wir Pippi. Und angenommen, wir müssen mal Pippi im Mondberg, so ein Pokeball auch ein guter Ort, da passt ja extrem viel rein. Ah, scheiß Radfratz. Nein! Nein, 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 geht weg! So, dann gehen wir mal da rein hier. Flagmon ist Daily, ne? Das ist doch geil. Da können wir jeden Tag was abholen. Ich will was verkaufen. Kriegst du Riesenperle? Da. Diese waren nicht Kohle. Ich wusste nicht, die sind da ganz schön. Was sind denn so Bonbons? Was machen die dann? Okay, bringe ich so viel Spezialangriff und all so ein Krempel. Ich will was kaufen. So, hier, gib mir Aldi. Aldi, ich brauche Aldi Pokebälle. Ich weiß, Superbälle wären super, aber wir haben nicht so viel Kohle. Wir machen mal 30. 30 ist eine schöne Zahl. Ja? So. Danke, 3 Premierbälle. Alter, wenn ich mal irgendwann Shiny in den Premierball fange, dann bin ich glücklich, ne? So, dann noch 4 Superbälle. Einfach nur just for the lulz. So, sehr schön. Tschüss. Tschüss. Nee, tschüss. Gut. Ich würde sagen, ehe ich dann jetzt hier weiterlaufe, ehe wir dann jetzt hier weitergehen, jetzt habe ich wieder 30 Pokebälle, jetzt ist wieder alles in Ordnung, jetzt können wir wieder rocken. Wir haben auch gerade Rocco gerockt. Ich kann stimmt gerade den Mini-Pilz verkaufen, das stimmt. Wir machen bei Pokémon jetzt erstmal Ende Gelände, weil wir spielen jetzt seit 1,43 Minuten. Pokémon ist doch ganz nett. Und ist ja auch schon wieder spät. Ich würde euch jetzt noch in den Schlaf lesen, wobei das Kapitel nicht ganz so ruhig ist, dass ich sagen würde, oh, danach schläft man gut, haha. Dementsprechend machen wir Pokémon bald weiter. Ich wünschte, ich könnte es täglich streamen. Ich versuche mir eine Möglichkeit zu arbeiten, dass ich täglich streamen kann, halt an einem Tag immer länger, so diese 3-4 Stunden und an manchen Tagen halt mal einfach nur 2 Stunden, ne? Aber schauen wir mal. Schauen wir einfach mal, wie sich das entwickelt. Wir bleiben zusammen, was auch immer kommt, von jetzt bis ans Ende der Zeit. Wir bleiben zusammen, das weiß ich genau, denn jetzt und alle Zeit sind wir zwei bereit, gemeinsam bis ans Ende der Welt.